Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von From Zero to Hero. Wir sind wieder am Start mit den New England Revolutions und wollen heute im Idealfall einen neuen Verein finden, denn wir suchen momentan. Allerdings sind die Jobangebote nicht sonderlich befriedigend, beziehungsweise läuft es einfach nicht, weil ihr uns keinen Verein haben möchte. Jetzt haben wir den FC Zion, der sagen würde, jo, wir nehmen dich, beziehungsweise der ja, allgemein erstmal in der Auswahl steht. Und auch da werden wir sie wieder bewerben. Wir trainieren unsere Spieler zum Anfang dieser Episode und da kann ich euch noch ganz kurz sagen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 500 Likes wären richtig nice, ist die beste Unterstützung für diese Serie und für diesen Kanal, würde mich tierisch über freuen. Die Serie braucht eure Likes und es ist für euch nur ein kleiner Klick und für mich hat es wirklich große Bedeutung. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung, Links zu Instagram, Twitter, Facebook, Grand Run, auch da auschecken. Die Ergebnisse im Training sind gut, CBCBC läuft und wir simulieren weiter. Natürlich will uns auch Sion nicht haben, es läuft nicht. Nochmal Training und nochmal, naja, BCCDF. Aber okay, wenigstens der Abschluss bei Majoral steigt auf 84 bei einem 70er-Rating. Unglaublich. Ronny ist ernsthaft gesunken. Das ist natürlich beschissen. Der ist erst 29, das habe ich jetzt nie erwartet. Erstes Auswärtsspiel, erstes Spiel der Saison gegen die Colorado Rapids Team 4-2-3-1 spielen. Wir spielen mit unseren ganzen Leihspielern und hoffen, dass wir irgendwie direkt mal einen Sieg raushauen können. Rugani, ich wollte gerade sagen, ist ja ein super Verteidiger und hat zudem 78er-Rating. Aber das macht nichts, weil Gashi, der ehemalige Basler, macht es 1-0 für seine Mannschaft. Kriegt zwar auch Gelb, aber das bringt ja auch nichts. Auch es kann auch nicht genauso losgehen, oder? Davies kommt für Ularepa, aber für Pfeffer. Oder, ja, Pfeffer, warum auch immer der Pfeffer heißt. Müller kriegt Gelb, aber es passiert nichts. Was ist los, Jungs? Soliniak macht das 2-0. Alter, das geht ja richtig beschissen los. So, B, D, 79er Rating für Rugani, aber wenn wir trotzdem Tore kassieren, gegen die Rapids, Alter. So, Freunde, der FC Dallas hat im 4-2-3-1, 3-2-1 gegen die San Jose Earthquakes gewonnen und spielt jetzt auswärts gegen uns mit Espindola vorne drin, kriegt Gelb für Figueroa, ist das Main of Figueroa, der Honduras-Mensch, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall passiert nach 30 Minuten noch nichts. Lange könnte mal was passieren. Wir haben so ein gutes Team. Rugani kriegt Gelb. Es muss doch mal irgendwas kommen, Leute. Erstes Tor der Saison, bitte. Davies kommt für Udareo. Ruti kommt für Espindola. Jeffrey kommt für Ronny auf die 10. Lisa Razou, der ehemalige Bayer. Naja, nicht ganz. Kriegt die gelbe Karte und wir spielen 0-0 im zweiten Spiel. Es läuft echt noch gar nichts. Ein Punkt. So wird das doch wieder nichts. So, wir haben wieder Training und es gibt dreimal A, und zwar bei Green, es gibt ein A bei Ulare, der auf 75 steigt, und bei Rugani. Aber das muss auch mal in Resultate umgemünzt werden. Heimspiel gegen New York Red Bulls, die gegen Sporting gewonnen haben, gegen Houston verloren haben, ebenfalls 4-2-3-1 spielen und direkt in Führung gehen durch Wright Phillips. Davies verletzt sich. Was ist los mit New England Revolution? Ich muss diesen Verein verlassen, und zwar dringendst. Weil meine Karriere hier den Bach runtergeht. Das geht ja gar nicht. Ballon mit einer gelben Karte, Rugani mit einer gelben Karte. Und wir treffen das Tor nicht. Das ist echt traurig. Agudelo kommt für Davies rein. Success mit dem Ausgleichstreffer. Ey. Immerhin schon mal etwas, aber 10 Minuten haben wir noch. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Immerhin der zweite Punkt. Aber das ist trotzdem nicht gut. Wir müssen gewinnen, Freunde. Und auch gegen New York müssen wir gewinnen. Davies fällt 5 Wochen aus. Übrigens hat Metz als nächster Spieler unseren Vertrag gecancelt, beziehungsweise hat uns abgelehnt. Ich glaube, wir finden keinen Verein mehr, oder? Ich muss zu einem richtig beschissenen gehen. Danzig zum Beispiel. Nicht mal für Danzig sind wir gut genug. Für Danzig. Ich weiß gar nicht, wer Danzig ist. Also ich weiß es, aber das ist, ne, also das ist ein Statement von der Welt gegen uns. Ich habe Ulare Linksverteidiger spielen lassen? What the fuck? Das war nicht der Plan. Zu Gast bei Real Salt Lake mit Joao Plata unter anderem. 1-1 gegen Portland, 2-2 gegen Galaxy und ein Sieg gegen die Whitecaps. Das heißt, die sind genauso gescheit wie wir, nur ohne Niederlage, dafür mit einem Sieg. Rugani direkt wieder mit einer gelben Karte. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat einen 79er-Rating. Der sollte in der MLS einfach nur rumbossen, aber macht anscheinend gar nichts. 40 Minuten durch, noch nichts passiert. Halbzeit, noch nichts passiert. 15 Minuten, noch nichts passiert. 60 Minuten, noch nichts passiert. 65, noch nichts passiert. 75, noch nichts passiert. Drei Viertel durch. Passiert nichts. Wir spielen 0-0. Drittes Unentschieden im vierten Spiel. Wieder 0-0. Irgendwas läuft hier falsch. Perugia sind wir auch zu schlecht für. Es ist echt unfassbar. So, Training. Majoral steigt auf 71.
Und Green hat ein A, es ist in Ordnung, aber Leute, das bringt uns nichts. Wir brauchen Resultate. Wir spielen jetzt international. Also Slowenien hat zuletzt gar nicht so schlecht ausgesehen. Unentschieden gegen Neuseeland und Dänemark, Sieg gegen Österreich. Spielen 4-3-3 mit zurückgezogener Spitze und wir gewinnen 2-1 dank zweier Tore von Gareth Bale. Und jetzt spielen wir gegen Italien. Das wird eine schwere Aufgabe. So, Freunde, wir spielen gegen Italien zuletzt. 3 Siege gegen Neuseeland, Indien und Schweden. 4-4-2 mit 4 Stürmern sozusagen. Und dann auch noch auswärts. Das sollte nichts werden. Nein, wir verlieren 2-1 dank Tore von Sharawi und Jovinko. Davies zählt für uns ein Tor, der alte Spur. So, wir trainieren wieder. 3-2-1 und los. Ivar Fossum steigt auf 74. Also wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben vom Rating her locker die beste Elf der ganzen MLS. Also okay, ich meine gut, Alaiga und so haben noch starke Spieler, vor allem auch die Seattle Sounders. Aber normalerweise müssten wir sowas von gut dabei sein, aber es läuft nichts. So, jetzt geht's gegen LA Galaxy, die genauso wie wir nur unentschieden spielen. 4-4-2 spielen vorne mit Dos Santos und Kino. Wir führen durch Obi Ulare nach 2 Minuten. Gelbe Karte für Fossum, nicht für Rugani, das ist ja mal überraschend. Wir haben natürlich einen extrem starken Kader, gar keine Frage, aber jetzt zu Hause normalerweise, auch wenn die mal unentschieden spielen, wir brauchen jetzt unseren Sieg. Mal sehen, ob wir was hinkriegen. Bunbury kommt für Ulare. Warum? Warum? Ich hasse diese Co-Trainer. Warum kann man das nicht selber machen? Warum kann man nicht selber wechseln? Legend macht natürlich das 1-1, gar keine Frage. Och nee, komm, 80. Minute. Lucky Punch, Lucky Punch. Nein, wir spielen wieder unentschieden, das ist unglaublich. Ein letztes oder vorletztes Mal Training für diese Episode. B bei Rugani, B bei Green, F bei Success und D bei Fossum und Majoral. Aber das ist in Ordnung. 85 Abschluss bei 71 oder 72er, das ist so krank. Und wir werden zum 5. Mal von Tigres abgelehnt. So, letztes Spiel für diese Episode, zuletzt unentschieden gegen Galaxy, New York City Football Club und Colorado gewonnen. Und die führen direkt wieder mit 1-0 durch Latou gegen uns, die wir auswärts spielen in Philly. Rugani gelb, da ist es wieder, da haben wir es wieder, na super. Agudelo macht den Ausgleich, das ist gut, das ist wichtig. Fabinho kriegt die gelbe Karte, los Leute, jetzt, ich will was sehen. Success, 2-1, so will ich das sehen, sehr, sehr schön. Jetzt 3-1 machen, Restrepo verletzt sich, Fabinho gelb-rot, Leute, wir sind in Überzahl. Gewinnt dieses Scheißspiel. Los, komm. Gib den guten Episodenabschluss. 85 Minuten durch. Nichts passiert. 88. Agudelo kriegt gelb, aber wir gewinnen gegen Philadelphia. Und wir haben endlich ein Spiel gewonnen. Gott sei Dank. Schade. RB Leipzig will uns nicht, das wäre richtig lustig gewesen, hätte ich richtig cool gefunden, aber nein. Wir trainieren noch ein letztes Mal für diese Episode. Rugani könnte seine Werte auf 85 erhöhen, was unglaublich krank ist, auch für 79er. Und er macht es, steigt nicht im Rating, aber ist kurz davor. Green steigt mal wieder und allgemein sind die Ergebnisse sehr gut mit AA, BB und einmal D bei Majoral, was aber okay ist. So, wir machen ein letztes Mal nochmal eine Bewerbung für diese Episode, schauen noch, was bis zum Spiel gegen Philadelphia schon wieder. Irgendwie was bei rumkommt. Wigan, Ligameister, okay, da versuchen wir es nochmal. Die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, aber die werden uns hundertprozentig auch ablehnen, wie uns jeder ablehnen wird. Warten ab und haben monatliches Scouting-Update. Okay, dann werden wir es in der nächsten Episode sehen, ob Wigan sagt, ja komm hier, ich erlöse dich von New England oder ob sie es nicht sagen. Wir sind momentan 5. genauso wie wir angefangen haben in der Liga und haben als nächstes Spiel gegen Philly, die vor uns stehen. Dann müssen wir gewinnen, das werden wir in der nächsten Episode angehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim eben genannten nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.